Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Sale Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FXZ Webinar. Der war lang, aber jetzt in 2019. Mein Name ist Nelson Cardoso Netto und ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Die gute Nachricht ist, wir machen mit dieser Webinarreihe auch in 2020 weiter. Vielen Dank an Dirk schon mal an der Stelle. Freue ich mich sehr. Ich werde gleich den Link auch in den Chat kopieren. Dann können Sie sich alle schon mal dafür registrieren. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk den einen oder anderen Trade heute macht. Ganz wichtig. Okay. Dann, lieber Dirk, auch nochmal offiziell guten Morgen. Danke, dass wir das Webinar heute zusammen machen und ich übertrage gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Man hört dich nicht oder ich höre nicht. Jetzt. Man muss nur die richtigen Knöpfe drücken, dann geht das auch sofort. Meistens zumindest. Ja, morgen auch von meiner Seite hier aus Köln, wie du gerade schon gesagt hast, zum letzten Mal in diesem Jahr. Aber wir machen ja nächstes Jahr weiter. Du hast mich ja schon penetriert mit endlos vielen Terminen, wo ich schon irgendwie gedacht habe, ach du Schande. Bitte? Mit Erfolg, sage ich. Ja, mit Erfolg, das stimmt. Und wir haben nächstes Jahr. Machen wir es ja auch öfters, so wie ich das gesehen habe, ne? Ich glaube, alle 2 Wochen sind wir dann dabei und ein bisschen anderer Frequenz, aber es ist eigentlich auch ganz nett, immer so ja, so das Live-Trading. Ich glaube, das ist halt immer ein bisschen näher dran und auch immer einfacher, vor allen Dingen halt, also sag mal, für diejenigen, die halt dann auch eben in der Gruppe oder so dabei sind oder halt vielleicht auch meine Ausblicke halt jeden Tag halt lesen. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Und so mit den Webinaren ist es halt ein bisschen netter. Und nächstes Jahr, ne? Nelson, weiß Bescheid, wie das dann abläuft. Du weiterhin mit Kamera, finde ich sehr gut. Du auch. Das war auf jeden Fall der Deal, ne? Das haben wir nicht vergessen. Und die ganzen Teilnehmer hier ganz bestimmt auch nicht. So, ich gehe mal hier gleich mal auf den DAX mal rüber. Gucken wir uns mal an, was das heute wird. Ich habe nur so irgendwie gerade schon ein bisschen die Befürchtung und habe so gedacht, so, boah, hoffentlich geht er jetzt nicht irgendwie gleich, ich muss hier meinen Stuhl mal ein bisschen justieren, nicht gleich irgendwie zu weit runter. Da wird es nämlich schwer, da reinzukommen. Aber das hat er ja bis jetzt nicht getan und von daher glaube ich, kann das ganz gut funktionieren jetzt auch die nächste Stunde. In diesen Markt da halt reinzukommen. Ich habe hier halt auch mal, und ich mache mal kurz die Fragen hier auch auf. Also falls da irgendwie jemand was dazwischen hat, solange es kein Support ist. Moment, ich muss jetzt nur gucken, dass es nicht wieder im falschen Fenster aufploppt hier. Alles gut. Kann man die natürlich, ja, Entschuldigung, Fragen dazwischen streuen. Nee, das Bild ist tatsächlich so ein bisschen ruckelig. Das liegt an GoToWebinar. Das ist nicht so wirklich dafür gedacht oder ich bin zu doof, das richtig einzurichten. Aber lieber ein ruckeliges Bild als gar kein Bild. Genau, so. Also, wie gesagt, Fragen kann man ruhig, solange es halt mit dem Markt zu tun hat, aber bitte nicht Support oder sowas, das werden wir hier nicht machen können, außer es sind jetzt irgendwie Funktionen im Stereo Trader, wo jemand fragen will, so, hey, was ist das, wie geht das und wie kriege ich das auch? Und dann ist es natürlich kein Problem. Aber ansonsten zum Markt gerne, weil wenn es halt heute so läuft wie gestern zur Eröffnung, und dann haben wir natürlich hier so ein bisschen ein Problem, weil die Vola war ja gestern am Anfang. Das war ja schon sehr abenteuerlich, was der DAX da gestern getrieben hat. Es war ja fast Stillstand, wobei aber halt immerhin schön dann doch in eine Richtung gelaufen ist, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Ich schnappe mir jetzt erstmal den H1, also den Stundenchart hier im DAX. Das ist immer so ein bisschen
Meine Marschrichtung, die ich mir am liebsten halt nehme, vor allen Dingen eben als Trigger, das heißt also irgendwo als Entscheidung, was ist sinnvoll als nächstes da entsprechend an Trades irgendwo zu machen. So, da sehen wir halt. Ich hoffe, es ist alles groß genug. Wenn nicht, auch da bitte gerne beschweren. Kein Thema. Also, wir sind gestartet hier oben. Moment, Quatsch, ich bin ja ein bisschen weit hier. So, wir sind gestern hier oben gestartet in diesem Bereich. Moment, ich mache mal hier mein lustiges Zeichentool mal an. So, das heißt, so der Bereich, das war halt hier der Freitag, sind wir oben halt irgendwo nochmal an die 180. Und das hat soweit funktioniert. Ich weiß nicht, wer jetzt hier auch dabei gewesen ist am Freitag im NFP Live Trading, aber das war eigentlich alles ganz nett. Da hatte ich ja gesagt, das ist der Punkt, um den es halt gehen wird, die 163. Ich hoffe, wie gesagt, es ist groß genug. Ich kann natürlich hier noch ein bisschen schrauben. Und da hat er ein bisschen Hütchen drüber gebaut und dann kam da nichts mehr. Und gestern ist er halt einfach nur von hier einfach nochmal weiter nach unten gerutscht. Und zwar schön langsam. Das Problem, das macht er jetzt hier gerade, ist, oder anders, ich fange mal anders an. Da habe ich halt gesagt, auch letzte Woche schon, an dieser 13.061, das ist halt entweder rutscht es da wirklich halt massiv durch oder es gibt Support like hell. Und er hat sich für Variante 2 entschieden, hat hier ordentlich supportet, auch zu den NFPs, diesen Peak gemacht und dann nochmal nach oben geschleudert. Und da sind wir jetzt halt wieder. Das ist jetzt nicht so ganz einfach, da jetzt halt auch reinzukommen in den Markt. Also ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Tages da halt runterrutschen. Ne? Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier reicht. Also jetzt hier mit der Eröffnungskerze, die wir jetzt hier haben, wenn ich mache mal den Stundenchart, hier die Kerze mal ein bisschen größer. Weil da stehen wir jetzt gerade schon wieder hier an diesem Punkt. Und ich weiß nicht, ob diese Stundenkerze jetzt halt reicht, um da durchzukommen. Also jetzt, das ist ja nur halt hier der Future, der jetzt gerade läuft. Und wir haben hier so minimal eben auch nur korrigiert nach oben bei der Eröffnung. Und na, hier gerade so ein bisschen hoch, kein neues Hoch gemacht gegenüber der Stunde davor und startet jetzt hier direkt schon den nächsten Angriff. Das kann natürlich jetzt ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich nervig werden hier an diesem Punkt. Außer er schiebt jetzt wirklich vor 9 hier direkt drunter durch. Und dann würde ich halt wahrscheinlich auch versuchen, sofort mit einem Rücklauf an die Stelle dann halt in den Markt Short reinzukommen. Andererseits kann es natürlich genauso gut sein. Und das ist halt leider genau das Problem an so einem Punkt. Deswegen mag ich den eigentlich nicht so gerne, jetzt hier in den Markt zu gehen. Dass der halt nochmal deutlich verteidigt wird, ne? Weil wir hatten hier einen Ausbruch, hier einen Support, da einen Support zu den NFPs, dann gestern schon wieder und jetzt stehen wir hier wieder dran. Da kann man natürlich sagen, gut, wenn ich lang genug auf irgendwie eine Stelle klopfe, ist halt irgendwann ein Loch drin. Aber die Frage ist immer, wann ist irgendwann? Mir wäre eigentlich viel lieber, wir laufen nochmal da hoch mit einem Squeeze hier oben bis an die letzten Supports, die er gestern gemacht hat bei der 126 und nehmen von dort Anlauf und wackeln dann im Laufe des Tages da unten durch in Richtung 12.998, also rund 13.000. Und um ab da dann halt zu sehen, ob wir da halt nicht wirklich auch ganz drunter rutschen und dann endlich auch mal den nächsten Support im Tageschart erwischen, das wäre dann halt die 12.885. Dass wir jetzt da oben drüber laufen, als wäre nichts gewesen, glaube ich jetzt erstmal nicht dran. Und deswegen ist auch hier das Bild erstmal nur im Stundenchart hier begrenzt, also beziehungsweise hier habe ich mir gar nicht mehr Linien als jetzt die paar Dinger hier, weil ich den Rest finde ich so wirklich relevant halte. Und im Allgemeinen geht es ja halt auch so auf. Und wie gesagt, müssen wir halt wirklich jetzt gleich mal gucken, wie man da halt reinkommt. Also kann sein, dass es halt ein bisschen nervig wird. So, was haben wir auch noch? 5 Minuten. Bisschen Zeit ist noch. Und jetzt hätte man natürlich vorhin um direkt 8 Uhr einen Trade aufmachen können. Aber dafür sind wir jetzt natürlich hier ein bisschen zu spät. Klar, wer das gemacht hat und dann halt da oben jetzt irgendwo seine Nummer schon abgesichert hat, spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, die halt auch nicht mehr anzufassen, sondern einfach da drin zu lassen, weil die Chance ist ja da und ein bisschen Anlauf haben wir dann auch von hier oben an. Und also hier bin ich jetzt im 15-Minuten-Chart drin und kann natürlich funktionieren. Wie gesagt, ich finde es halt nur schwer,
jetzt hier um Punkt 9 da halt wirklich eine Entscheidung zu treffen, die dann halt auch bisschen mehr als irgendwie 3 Punkte halt dann bringt. Müssen wir mal gucken. Ich sehe den Dow, der steht auch noch immer über 27.900, die beachte ich natürlich parallel. Und Gold momentan halt auch. Also ich bin halt auch der Meinung, es wird ja immer irgendwie so nach Indikatoren halt gefragt. So, ich benutze ja gar nichts an klassischen Indikatoren, überhaupt nichts. Und wenn es aber einen gibt, wo ich der Meinung bin, das funktioniert eigentlich echt oft gut, dann ist es Gold. Also man kann, ich habe es jetzt hier nur nicht auf, aber man kann im DAX immer schon, also das ist nicht immer so, ne? Aber in letzter Zeit ist es halt wieder so, dass der DAX schon sehr auf Gold reagiert. Und immer dann, wenn irgendwie Gold an Widerstand kommt und dann ist der DAX plötzlich motiviert, irgendwie Support aufzubauen. Und das ist eigentlich so eine Indikation, wo ich sage, das macht irgendwo schon Sinn, das mal im Auge zu behalten. Warum das gerade so ist, weiß ich nicht. Mein generell läuft es ja halt immer so ein bisschen gegeneinander, halt Gold und die Indizes. Aber so, das sieht man da halt wirklich, dass es halt dann eben oft auch sogar im kleinen Timeframe genauso halt dann auch funktioniert. Und das ist so eine Indikation, da sage ich, da macht es wirklich Sinn, mal drauf zu gucken. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ich weiß, wie Gold läuft, dann kann ich auch Gold handeln, muss ich nicht den DAX handeln, das ist halt auch klar. Ne? Das ist genauso wie mit dem Euro, wo ja halt auch viele sich nach dem Euro irgendwie richten, wovon ich aber irgendwie gar nichts halte, aber okay. Das heißt, wenn man halt irgendwie sagt, irgendwie, ja, wenn der Euro das macht, macht der DAX das. Und dann sage ich halt auch, wenn du weißt, was der Euro macht, dann handel den Euro und nicht den DAX nach dem Euro. Aber halt, Gold ist ja ein bisschen zäher und gut, wie dem auch sei. Also, wir sind jetzt hier genau an diesem Punkt. Ne? Jetzt wäre es natürlich, ich habe ja halt so eine Handelslegende, die ja dann halt auch besagt, wenn ich eine Triggermarke habe, wie jetzt hier die 061,5 und der Kurs schließt drunter, dann ist das Ding short. Das heißt, Rücklauf dran und weiter short. Was mich jetzt nur so ein bisschen dran stört, ist halt der Übergang hier vom Future in den Kassahandel. Das gefällt mir natürlich nicht wirklich, ja, bei der ganzen Geschichte. Das heißt, wir kriegen jetzt hier auch entsprechend ein anderes Volumen. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken, habe ich hier überhaupt die aktuellste Version drauf? Ich glaube nämlich fast nicht. Das ist natürlich auch wieder clever. Das hätte ich auch mal machen können. Das ist halt so das Einzige. Und weil wir halt hier, wie gesagt, den Übergang haben, das heißt, jetzt der Future-Handel ist jetzt gleich durch und dann kommt halt der Kassamarkt. Ich habe hier irgendwie nicht so viel eingestellt. Ich muss mal gucken. Eine Sekunde mal eben. Genauso das, was ich auch angekündigt habe. Ne? Ich kann ja halt hier Volumen übereinander mappen. Das heißt, ich hole mir jetzt hier mal den FDAX drunter. Und so, dass ich halt das Volumen vom FDAX habe, auch das Orderbuch vom FDAX und map das halt hier entsprechend unter den CFD. So, und das hilft mir natürlich so ein bisschen weiter, weil ich da halt auch entsprechend die richtige Indikation habe und dann natürlich halt hier auch so ein bisschen besser sehe, was halt eben im Buch halt los ist. Und das kann halt natürlich auch schon mal helfen, aber vor allen Dingen halt eben auch das richtige Volumen. Und das ist momentan hier oben, haben wir den Point of Control bei 13,77 umgerechnet auf den Kassamarkt. So, dann stehen wir da natürlich ganz genau dran. Und das macht er halt leider manchmal, genau an solchen Stellen, dass wir genau hier dann halt loslegen. So, wir haben aber nicht drunter geschlossen, wie man sieht. Ich hoffe, es hier sieht man es im, genau, ne, knapp drüber geschlossen. Ich hoffe, wie gesagt, das ist nicht zu klein. Ja, schließen knapp drüber. Und das heißt für mich erstmal, Moment mal, erstmal Füße stillhalten. Und ist halt oft ein funktionierender Trigger. Ne? Das heißt, hier wäre es tatsächlich sogar long gewesen für ein paar Punkte. Aber will ich jetzt erstmal vermeiden, weil ich ja versuche, halt hier eine Position auch zu kriegen, die ein bisschen weiter halt läuft. Aber trotzdem hier jetzt auch nicht allzu lange zu fackeln. Weil nur weil er jetzt erstmal drüber geschlossen hat, heißt das nicht, dass die nächste Stunde es nicht anders macht und wieder weiter halt an dem Punkt halt rumhämmern. Man sieht aber hier auch im Future, da ist halt auch scheinbar auch jemand dahinter,
mit einer Positionsgröße, die hier so ein bisschen aus den anderen rausragt, beziehungsweise mit einer Ordergröße, die ein bisschen aus den anderen rausragt. Und wenn die halt hält, dann kann es halt sein, dass wir erst noch ein bisschen nach oben laufen. Was mir persönlich auch sehr sympathisch wäre, habe ich ja gerade schon gesagt. Und um eben halt nur da reinzukommen, ne? Weil jetzt hier direkt Short reinspringen, ist halt, bin mir da nicht so schlüssig, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, zu lange warten sollte man natürlich auch nicht. Weil wenn er halt schon mal drückt, ich gucke mal gerade hier den DAU, was haben wir da? Wieder unter 900. Weil das kann natürlich ins Auge gehen. Ne? Deswegen finde ich das hier gerade nicht so. Okay, wir haben aber hier. Ja, zu spät. Okay. Gut. Aber halt, hat man jetzt schön gesehen, der ploppt da runter. So, jetzt mal gucken, wo wir da hin wollen. Ob wir da am Stück hinkommen. Ich habe jetzt hier erstmal 20 Punkte Stop, das ist natürlich ein bisschen viel. Aber wenn da jetzt halt nichts mehr nachkommt an Käufern hier an der Stelle, wenn da jetzt halt nichts sieht, einfach mal laufen lassen. Vielleicht machen wir das gerade bis hier unten nämlich am Stück fertig. Das sieht erstmal gut aus, soweit. So, einfach hinterher. Ich muss jetzt hier den Stop tatsächlich Pi mal Daumen ziehen. Wir haben auch hier ein Pivot. Der macht mir jetzt erstmal nichts an der Stelle. Stört mich nicht. Ein Pivot allein ist noch lange kein Support. Hey, wo bist du? Nur wenn da jetzt halt die Käufer kommen, dann kann man da halt rausgehen. Aber auf jeden Fall war das jetzt hier eine nette Bewegung und ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ne? Aber der Grund war jetzt halt eben, dass ich gesehen habe, dass diese Order, die da drunter lag, ne, die ist halt einfach weg verkauft worden. Und da war halt nicht viel hinter. Und das war jetzt auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich springe da jetzt halt rein. Weil bevor es, sagen wir, die Skalierung hier, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß heute, habe ich das Gefühl. So, und raus wäre dann halt hier entsprechend die 988. Und das wäre dann halt so das Target. Weil das ist die Entscheidungsmarke dann für heute, ob wir entsprechend rauf oder runter laufen. So, manchmal muss man halt ein bisschen schneller sein, hat man ja gerade gesehen, und kann dann auch schon mal reinspringen. Und da find ich halt wirklich dieses Value Mapping da auch sehr hilfreich, wenn man dann zumindest mal halt einen Anhaltspunkt darüber hat, ob da jetzt halt was irgendwie an Support kommen wird oder nicht. Und hier war es ja dann auch in der Tat nicht so. So, Support, der Pivot scheint erstmal ein bisschen zu halten, das ist aber okay. So haben wir erstmal den ersten, ich muss hier oben mal nicht stören, mal gleich einschalten. So haben wir den ersten, haben wir auf jeden Fall schon mal in der Tasche. Und was war das jetzt? Ja, 23 Punkte, ne? Kann man noch mal machen zur Eröffnung. Das war da schon 24 Punkte knapp. Das war doch schon mal gut. Auf jeden Fall ein sehr netter Start hier. So, ist das kostenlos? Fragt da jemand. Das Value Mapping, ja, generell, wenn man bei FX Flat ein Konto hat, ein Future-Konto und die Future-Kurse abonniert hat, und dann ist das kostenlos. Also beziehungsweise muss halt die Future-Kurse muss man halt bezahlen. Jetzt hätte man natürlich hier auch drin bleiben können, aber ich habe halt hier noch irgendwie, das ist natürlich ein bisschen doof hier, aber eine gelbe Linie. Das sind immer so meine Intraday-Supports und die ist übrig geblieben scheinbar irgendwie von letztens. Und die matcht hier mit dem Pivot. Das heißt, es kann sein, dass wir hier einen Rücklauf kriegen. Deswegen wollte ich da jetzt halt auch hier nicht das übertreiben von der ersten Bewegung. Ich meine, das ist die erste 5-Minuten-Kerze hier im Hintergrund, die wir hier haben. Und mehr halt auch nicht. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Rücklauf, würde ich auch glatt nochmal reingehen. Und mal gucken, wir haben hier jetzt das Value Area Low von heute, das liegt jetzt hier oben, ja, bei der 45. Und wenn wir da halt nochmal kurz hinlaufen, dann würde ich den auch nochmal machen. Ansonsten bin ich schon der Meinung, der kann hier am Stück durchrutschen bis zur 998. Das kann er schon machen.
Kann er natürlich aber eben halt auch bis um 10 Uhr machen. Muss er jetzt nicht am Stück. Wenn es dann jetzt so ist, dann ist es halt so. Das ist ja okay. So, und wenn man natürlich so eine Nummer, so eine Position auf sein Konto entsprechend abstellt mit dem Risiko und kassiert hier irgendwie in den ersten 5 Minuten, wie waren es jetzt, 24 Punkte, kann man wahrscheinlich auch aufhören, hat den Rest vom Tag dann auch frei. Ne? Und man muss ja nicht immer die Monsterstrecken halt machen. Das macht der DAO eigentlich, 27, 88. Das heißt, es ist immer schön, wenn man dann halt irgendwie die ganze Strecke im Kasten hat. Muss aber nicht. Ne? Also von daher, es reicht ja, ich meine, wenn man es wirklich schafft, konstant irgendwie jeden Tag 25 Punkte, mehr braucht kein Mensch. So, war da auf jeden Fall ein netter Start. So, Nelson, sind wir 5 nach 9, fertig. Ging schnell. Ja, ne? Kann ja auch mal schnell gehen. Fand ich gerade ziemlich gut natürlich. Und deswegen halt auch wichtig, wie ich ja gerade schon gesagt habe, manchmal darf man halt nicht fackeln, dann muss man halt einfach rein und dann halt einfach im Auge behalten, wie das Ding drückt und schiebt und nicht zu lange überlegen. Weil es ist ja halt auch so, behaupte ich mal, so ein bisschen Sinn dahinter, ne? Wenn man da halt irgendwie, man hätte es jetzt hier einfach einstoppen lassen können und dann halt irgendwie den Stop-Loss da oben irgendwo über die Hochs. Das wäre natürlich der klassische Weg hier gewesen. Auf der anderen Seite, wir haben hier so, ich habe es ja gerade gezeigt, bei den 061 ist so ein massiver Support und das kann natürlich auch fürchterlich ins Auge gehen. Deswegen muss man da halt schon ein bisschen auf Zack sein. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, so schnell zu handeln, aber manchmal ist es halt so. Gut, also jetzt mal gucken. Also hier gehe ich jetzt nicht mehr rein, ne, für Short. Also könnte man jetzt machen, irgendwie mit einer kleineren Positionsgröße oder so und dann halt nochmal hoch skalieren. Also skalieren heißt, ich fange jetzt hier irgendwie an, gebe nochmal die Hälfte oder so halt rein und hole mir dann halt die Rückläufer und baue die Position aus. Ne? Kann man natürlich machen, keine Frage. Aber mir geht es natürlich auch darum, halt hier möglichst einen Abschluss halt dann auch im Webinar zu finden von einem Trade oder zumindest halt so, dass er halt vernünftig angelaufen ist und die Position im Plus ist und man sich dann den Rest dann halt nachher angucken kann. Also ich hätte hier wirklich gerne gehabt, dass wir halt dann nochmal ein Stück da oben zurücklaufen, bevor es halt hier runter geht. Aber hat er nicht gemacht. Nichtsdestotrotz, es ist ja auch okay so. Wie es ist, ist ja nicht immer ein Wunschkonzert. Glaube, das habe ich am Freitag auch schon gesagt, mit dem Wunschkonzert. Aber manchmal ist es halt so. Dann denkt man sich da was aus, was halt irgendwie schön und sinnvoll wäre, dann macht er auch das auch noch. Und manchmal ist halt genau andersrum, da darf man halt irgendwie nicht einschlafen. Ist der Ton eigentlich laut genug? Ein bisschen leise, ne? Warte mal, so müsste es ein. Nee, war gut so. Sorry. Nee, war in Ordnung. Ja, weil Dienstags morgens immer das Problem, dass halt montags meine Putzfrau da war und wenn die hier die Regler putzt. Und dann kann das schon mal ein bisschen anders klingen, als es soll. Okay. Was? Ich glaube, der Dirk hat in Frankfurt angerufen. Genau. Habe ich vorhin gemacht. Ich habe gesagt, Jungs, wir brauchen hier morgens ein bisschen Bewegung in den Webinaren. Und lass mal den Glühwein heute weg. Nicht wie gestern. Und verkauf mal den Kram da. In den Süden. So, jetzt muss man mal gucken. Hier könnte man natürlich tatsächlich auch, wenn er jetzt da unten aufsetzt, auch long gehen. Ist auf keinen Fall eine Empfehlung, weil der wird. Wenn das hier unten was bringt, genauso schnell laufen wie der Short und oder auch genauso schnell nicht laufen. Ne? Muss man halt schon ein bisschen aufpassen. So, die VA schiebt sich gerade so ein bisschen hier runter. Ja, die 225, da haben wir jetzt, sieht man jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen schlecht, aber da haben wir jetzt das Value Area Low. Da haben wir dann auch jetzt den Pivot knapp drüber. Ja, das passt dann. Und wenn wir jetzt hier nochmal hinlaufen und da halt auch nochmal kurz abprallen, würde tatsächlich passen. Deswegen schiebe ich den jetzt mal hier hinterher. Erstmal. Und aber mehr als 10 Punkte bin ich da nicht bereit zu verschenken. Aber halt eben die Chance ist natürlich auch da, dass wir jetzt halt
die ganze Tagesbewegung jetzt hier vorbereiten und dann halt auch direkt unter die 9 und 8 eben auch fallen, also unter die 13.000. Das kann natürlich passieren. Deswegen würde ich den hier jetzt auch noch ein zweites Mal machen. Ist noch mal ein bisschen gerutscht, es ist genau am Pivot sind wir. Deswegen würde ich jetzt auch ein zweites Mal noch mal machen, weil es kann nämlich ansonsten einfach sein, dass man da heute keine Chance mehr hat, reinzukommen. Und wenn man halt ein bisschen weiter halt laufen will mit dieser Geschichte, so, da haben wir jetzt die Limit Pullback am Start, wie man sieht. Ist noch nicht gefüllt, wir laufen ein bisschen mit hoch, so, sind jetzt aber drin. Wie gesagt, mehr gebe ich dem jetzt hier nicht. Darf einmal kurz natürlich drüber, aber hier sieht man aus der, also ich hoffe, man kann das halt erkennen. Weil es so ein bisschen schwach hier hinten, mit ganz, mit null Volumen in dem ganzen Bereich hier. Und hier ist halt nur das Value Area Low hier am Pivot jetzt passenderweise. Und ja, aber sieht so aus. Aber hier müsste man jetzt dann eben auch raten, so bis wohin reagiert er. Also entweder schieben wir uns da gleich nochmal drunter. Oder, nee, okay. Also die 10 Punkte sind weg. Das ist aber okay. Und da sollte man jetzt halt mal abwarten, wohin entsprechend die Reise jetzt hier rückwärts geht. Was mich so ein bisschen irritiert tatsächlich ist, dass wir halt hier so knapp drüber gestartet haben bei der 061. Das finde ich so ein bisschen schräg. Das sehen wir gerade hier auch, es ist hier parallel im Gold, reagiert auch nochmal heftig. Und ja, also wenn man so eine Nummer macht wie jetzt hier, ne, ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich halt, natürlich, weil ich halt versuchen will, halt schon irgendwo die Tagesbewegung oder mich halt so zu positionieren, dass ich halt heute nichts mehr machen muss. Und da muss man natürlich auch dranbleiben. Ne? Das heißt jetzt nicht so, da gehen 10 von den 24 nochmal weg, blöd gelaufen, sind es halt nur 14. Nein, ich würde da schon jetzt auch weiter dran. Das habe ich natürlich hier genau abgeholt, ist natürlich ein bisschen mies. Aber ich bleibe da halt schon dran an dieser Geschichte und werde halt auch weiter versuchen, die ganze Bewegung da einzufangen. Und dann auch die Reise durch die 998 da halt zu verfolgen. Und das war jetzt natürlich wirklich, also genau auf den Punkt. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Und ansonsten, wie gesagt, wenn man halt eben die Positionsgröße entsprechend eben hatte für sein Konto und hat da 24 Punkte, dann muss man da an der Stelle sagen, ey, komm, lass gut sein für heute. Ja, es hat hier so ein bisschen in die VA ist halt nochmal rein. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass hier, ich kann mal irgendwie noch mal gucken, Fibo haben wir hier nichts. Fibo ist halt auch nichts. Es war halt einfach nur, ja, wir wackeln mal kurz irgendwie drüber und holen mal den doofen Hilger da oben ab. Und dann gehen wir wieder runter. So. Erste 15 Minuten Kerze. Mal gucken, ob wir dann jetzt vielleicht Rücklauf kriegen. Ist jetzt fertig. So, aber im Orderbuch sieht man momentan halt auch nichts, ne? Ist halt alles ziemlich ausgeglichen jetzt hier erstmal. Und da unten haben wir hat halt auch wirklich nur diesen Pivot. Aber es ist momentan auch ein bisschen unmotiviert. Ne? Sieht man jetzt, es klemmt jetzt hier irgendwie auf der Stelle. Und wenn man sich das jetzt halt hier im Stundenchart und dann halt mal nimmt, also wenn ich da jetzt als Beispiel mal, da muss man halt immer mal irgendwie in mehreren Zeiteinheiten denken. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, ah, niemals Zeiteinheiten vermischen.
Ich finde, es ist der größte Fehler, wenn man es nicht vermischt. Man muss es tun, weil ich niemals mit dem M5 oder mit dem M1 gegen die Stunde handeln kann und da auch gar nicht meine Grenzen zu suchen brauche. Funktioniert nicht. So, aber hier mal zum Beispiel, ne, wenn man das jetzt mal im Stundencharter mal nimmt. So, jetzt mal angenommen, wir stehen da oben nachher am Ende und haben dann halt hier irgendwo eine grüne Kerze oder hier eine weiße Kerze halt. Dann würde ich im Stundenchart behaupten, ja, ist am Pivot einfach abgeprallt. Ne? Und deswegen, da braucht man immer so ein bisschen Vorstellungskraft, mal irgendwie dann ein paar Minuten weiter. Und so würde sich das dann halt hier entsprechend dann ja auch darstellen. Und deswegen jetzt hier mal warten, ja, weil letzten Endes geht es darum halt in der ersten Stunde auch, beziehungsweise es geht um die erste Stunde, ganz simpel. Ja, weil wir haben hier halt jetzt die Eröffnung in Frankfurt und Thorsten. Was, der Pock ist schon ein paar Minuten unten, sag mal. Hoppla. Naja, genau, da haben wir jetzt den Pock, ja, richtig. So, also hier Point of Control, ne? Hier ist meiste Volumen gedreht. Da hat er jetzt gerade nicht schnell genug aktualisiert, richtig. Also hier ist meiste Volumen gedreht. Jetzt haben wir ja oben das VAH. Das heißt, also hier haben wir jetzt an der Eröffnung, das heißt, da können wir auch eigentlich ganz easy nochmal zurücklaufen, weil wie gesagt, hier dazwischen war nichts. Das heißt, kann er auch recht einfach überspringen. Und deswegen will ich auch halt jetzt hier nicht unbedingt dazwischen irgendwas suchen, sondern dann eher mal gucken, ob wir nicht eine ruppige Bewegung hier kriegen, die nochmal bis da oben hinläuft. Ja, bis zur Eröffnung. Das kann schon sein. Würde ich mal nicht so wirklich ausschließen. Was man jetzt hier halt auch schon sieht, gut, das haben wir hier vorhin halt den Punkt gehabt. Wie gesagt, ich war da wahrscheinlich ein bisschen langsam jetzt hier mit der Aktualisierung. Aber halt ist jetzt genau der Bereich, knalle ich jetzt da durch? Oder bleibe ich hier unten, wo die anderen Kollegen auch aktiv waren? Deswegen hier dazwischen halte ich mal im Moment für sehr uninteressant. Solange man da halt noch nichts gesehen hat. Was jetzt natürlich halt hier gegen weiter Short spricht, ist, dass er halt die Bewegung jetzt wirklich ganz am Anfang hier gemacht hat. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen semi, weil ich halt auch immer sage, so generell, muss man hier anderweitig mal kurz was zumachen. Weil ich halt auch mal sage, irgendwie sofort hoch, läuft nicht long und sofort runter, aber halt auch nicht short. Ne? Weil es jetzt hier erstmal halt, kann es natürlich sein, dass es korrektiv ist. Das heißt, dass wir jetzt einfach hier nur nochmal eine Runde Luft holen, auch wenn wir hier unter der 0,60 sind. Aber wenn jetzt die Stunde wieder darüber schließt, und das meine ich auch vorhin, ich glaube, da habe ich mich gerade so ein bisschen ablenken lassen. Was mich halt so ein bisschen irritiert, ist, wir starten hier drüber. Das ist eigentlich, also zumindest mal halt, nach meinem Ansatz immer so ein bisschen verdächtig, weil wir sind drüber gestartet und das spricht schon fast wieder dafür, dass wir auch versuchen werden, wieder drüber zu schließen. Und wenn das halt passiert, also wenn wir hier einfach nur so ein paar Stops abgeschossen haben, ne? Ich meine, das sieht ja halt auch ein Blinder, dass wir hier Support haben. Und was machen die Leute? Haben da ihre Longs und setzen ihren Stop da irgendwo hin und ja, dann macht es halt plopp, dann sind die alle weg. Und deswegen haben wir da halt auch so eine heftige Reaktion. Und das heißt, wenn das jetzt nur Stops waren und keine echten Verkäufer, und dann kann das natürlich jetzt passieren, dass wir nochmal da oben hinlaufen, da drüber schließen, hier unten einfach nur eine lange hässliche Lunte dann nachher im Bild haben und wir dann tatsächlich doch noch bis da oben hinlaufen, also bis zur 126. Sieht zwar momentan absolut nicht so aus, aber wir wissen, wie es ist. Das kann entsprechend ganz schnell drehen. Ne? Und da hat man das Irritierende oder das Gefährliche bei sowas ist halt immer, was? Mein Gesicht ist vor der Kerze, er würde lieber die Kerze sehen. So, alles klar, lass mich zweimal sagen, Thorsten. So. Nein, hat ja recht. Tut mir leid. Also, wir haben halt.
Nochmal hier, also da die Kerze. Besser so, Thorsten. So, das Gefährliche daran ist halt immer, dann sieht man nachher im Bild, ah, guck mal hier, Pivot, siehst du, ich habe doch gesagt, Pivots, die halten immer. Nee, wenn das in Verbindung mit sowas steht, ja, okay, ne, hier unten ist das letzte Tief, wenn man da ein Pivot hat, vielleicht. Aber ich halte das hier schon so ein bisschen spezielle Situation, die wir halt hier haben. Und nur wenn das irgendwie so kommen sollte, dass wir da oben stehen, heißt das nicht in Zukunft, ey, wenn ich da ein Pivot habe, und dann kann ich da ja auch entsprechend Long oder Short gehen. Mit Pivot ist übrigens auch ganz wichtig, ich kann es immer nur wieder wiederholen. So, Thorsten, jetzt musst du leider meinen hässlichen Kopf wieder sehen. Mit Pivots, ich kann es ja halt nur mal wiederholen. Es ist mit normalen Indikatoren nicht möglich, die Pivots richtig zu errechnen bzw. einzuzeichnen, weil der Pivotkurs, der Pivotkurs immer zeitbasiert ist. Das heißt, der braucht einen Schlusskurs und zwar auch vom entsprechenden Vortag. Und wenn ich aber nicht in der Lage bin, das entsprechend umzurechnen, ja, also das heißt, eine Profilzeit da drauf zu setzen. Also jetzt hier ist es ja zum Beispiel, deswegen ist hier auch eingestellt, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch kein Quatsch erzähle. Ne, wenn ich halt hier von 1 Uhr bis 22:30 halt die Profildaten eingebe und dann wird auch der Pivot darauf berechnet. So, und umgekehrt, wenn ich jetzt aber hier die Profildaten halt ändere und sage, ja gut, mein DAX läuft von 8 Uhr bis 22 Uhr, was aber nicht mehr stimmt, aber kann man ja trotzdem mal machen. Gut, dann habe ich jetzt hier tatsächlich noch den gleichen Punkt. Also ungefähr passt das jetzt hier noch mit dem Pivot. Aber der wird halt entsprechend dann zeitlich auch dazu gebaut. Und das heißt umgerechnet. Und genauso, wenn dann halt irgendwie mit dem Kassa, ich kann halt den Pivot auf den Kassa rechnen lassen, dann hätte ich halt hier eine Zeit von 9 Uhr bis 17:30 Uhr. Das ist halt immer das Problem bei den ganzen Indikationen. So, und da haben wir da plötzlich nämlich gar kein Pivot mehr hier an der Stelle. Ne? Also ich habe das, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Sondern da ist ja da oben. Da liegt er nämlich bei 13.050. Und das ist halt immer das Schwierige daran. Und mit dem SEO Trader geht es ja halt, man hat es ja gerade gesehen, ich kann es hier einfach einstellen und sage, ja, pass mal auf, das ist meine Berechnungsebene, das ist meine Zeit. Aber vor allen Dingen halt mit Tageskerzen, wo ich ja immer das Problem habe, dass die Zeit auf dem Server ja nie auch die ist, die ich halt hier lokal habe. Und deswegen funktioniert das ganz einfach nicht. Und dann hat man da Pivots, wo eigentlich gar keine sind. Und dann hat man da zwar auch Reaktionen, aber es ist dann irgendwo subjektive Wahrnehmung. Das finde ich halt immer ganz wichtig, darauf zu achten. Und nicht irgendeinen Billo-Indikator nehmen und dann in den Chart klatschen bei irgendeinem schrägen Broker, der dann, was weiß ich, noch 3 Stunden Zeitverschiebung in den Tageskerzen hat und dann glauben, man hat ein Pivot. Funktioniert sowieso nicht. Ja, aber das ist nur mal am Rande. So, ich stelle das jetzt hier nur noch mal um. Auf, was hatte ich? Da kann man auch 2 Uhr bis 22, das ist ja eh so die Hauptzeit, wo sich das Volumen halt abspielt. Ne? Sieht man, es ist direkt der Pivot halt wieder mitgerutscht und natürlich halt auch das Volumen, Fibos, alles Mögliche. Ne? Und ändert sich dann logischerweise halt auch. Was wir sehen, ist an der 12.900. Sagt der Thorsten. Kann sein. Also wenn dann 12.885, ne, dann machen wir es schon bitte genau. Das wäre ja auch mein Plan, habe ich ja auch gerade vorhin schon gesagt. Ich bin immer nur so, ich bin halt ein bisschen, was soll ich sagen, demütiger als du, Thorsten. Und sag mir halt immer lieber irgendwie das Ganze mal genauer angucken. Bevor ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, kann man natürlich machen, braucht man halt aber viel Ausdauer, die du ja hast. Und ich bin aber eher immer so auf der Kurzstrecke unterwegs, beziehungsweise auf der direkten Strecke. Von daher erstmal gucken, wie wir jetzt hier die Stunde abschließen. Das brauchen wir jetzt hier aber, glaube ich, nicht mehr abwarten. Dann muss ich hier viel zu viel Sachen erzählen, die keinen mehr interessieren, bis die Stunde vorbei ist. Aber ich bin halt der Meinung, dass wir jetzt hier erstmal die Stunde abwarten sollte und dann kann man auch, finde ich, besser dann auch einschätzen, ob das jetzt am Stück aufgeht oder nicht.
Hier haben wir jetzt erstmal nur, sieht man ja den Point of Control. Das heißt, hier wird gerade irgendwie alles Mögliche an Volumen gedreht. Und das heißt, da treffen die gerade wieder alle aufeinander, die Bullen und die Bären. Und noch dazu haben wir jetzt gleich die erste halbe Stunde um und wir haben schon oft gesehen, dass halt irgendwie um 9:30 Uhr plötzlich alles irgendwie in eine ganz andere Richtung geht. Muss jetzt nicht sein. Vielleicht hat der Thorsten auch recht und wir fallen direkt da unten durch. Ist alles möglich. Nur wie gesagt, ich brauche einen Trigger, um da jetzt halt irgendwie weiter halt reinzugehen. Also hier vorhin, das war ja wirklich sauber, lieber Herr Dax, auf den Punkt genau raus. Aber gut, dafür ist ja der erste Short erstmal schön aufgegangen. So, Trigger war 165. Nein, das ist kein Trigger. Für mich ist ein Trigger was anderes. Nicht das Erreichen von einem Kurs, wie jetzt hier die 061 ist es ja bei mir, sondern ich brauche einen Stundenschlusskurs drunter. Das ist für mich ein Trigger. Und nicht einfach nur das Reinlaufen. Ich meine, das Reinlaufen hast du ja gesehen, habe ich ja gemacht. Das hat ja wunderbar funktioniert. Aber das sagt mir noch jetzt einfach noch nichts darüber aus, ob wir hier weiterfallen oder nicht. Absolut nichts. Das kann ich hier jetzt einfach nicht sagen. Und das meine ich halt mit Trigger. Und ein Trigger ist dann halt eben, wo ich dann halt auch sagen kann, irgendwie rein von dem, wie ich es in der Vergangenheit halt immer auch gezeigt und gehandelt habe, da kann ich mich dann auch darauf verlassen, dass der einfach bis zur nächsten Station läuft. Und das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, selbst wenn wir jetzt hier so einen Hammer halt reinbasteln und der schließt unter 061, würde ich halt trotzdem behaupten, kann ein Hammer sein, wie er will. Da gehe ich bei 061 wieder short und laufe dann bis zur 998. Und das wäre für mich halt ein Trigger. So. Aber er drückt hier wieder fleißig weiter. Ich habe den Finger auch wieder auf dem Abzug. Aber trotzdem. Was man hier halt auch, was mir jetzt hier natürlich auch sofort ins Auge springt, das ist die Geschichte hier. Und zwar, wir haben hier einen Außenstab auf einer Stunde. Und das ist genau die Eröffnung hier von dem Außenstab. Da wäre ich halt auch etwas vorsichtig. Da kann es nämlich jetzt sein, dass wir um 9:30 Uhr mal kurz dahin dippen und dann wieder hochziehen. So, mal genau beachten. Zumal es ja halt auch, ne? Also die 9:08 ist halt, oder 9:90 ist halt natürlich halt, insofern halt relevant, weil es kein neues Tief wäre. Ne? Also wenn man hier halt mal die Punkte sich mal anguckt, wir haben ja halt hier irgendwo steigende Tiefs. Gut, jetzt lassen wir den Spike hier mal weg. Aber halt hier von den Punkten, die sich hier konzentrieren, haben wir hier aufsteigende Tiefs. Und jetzt ja halt auch. Ne? Hat jetzt auch kein neues Tief gemacht. Da darf der ein bisschen drunter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Darf der kurz drunter spiken, deswegen und da das hier ein Außenstab ist und sowas halt oft reagiert, kann es halt hier einfach sein, dass wir jetzt hier um 9:30 Uhr einmal ganz kurz da hingucken und dann doch wieder hochziehen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Also die 006, die Todesmutigen würden dann jetzt hier sagen: Gut, gehe ich ja long. Kann sein, dass das funktioniert. Weil was man ja jetzt hier einfach sieht, ist, ne, hier geht es jetzt gerade auch nicht weiter. Also es schiebt sich zwar immer wieder runter, aber irgendeiner schlägt hier einfach immer wieder zu. Und das kann einfach dazu führen, wenn da jetzt halt der richtige Punkt getroffen wird, dass es halt einfach erstmal nur für jemand, der Ausstieg ist aus Short oder halt der Einstieg für Long und dass wir halt dann ruckzuck,
wieder da oben stehen. Deswegen, ich traue dem der Sache hier noch nicht so ohne weiteres. Auf keinen Fall. Gut. Bei diesem Impulshandel nutzt du ein SL5 bis 7, unabhängig vom Chart. Jein. Also ich meine, es kommt, wie soll ich das sagen? Es kommt darauf an, wenn wir jetzt hier oben, mal angenommen, wir schließen jetzt die Stunde hier oben bei der 061, ne? Dann würde ich da tatsächlich versuchen, mit einem Stop von 5 bis 7 da reinzukommen, da oben und gar nicht mehr. Also, ne, hier oben nochmal im Stundenchart. Klar, der klassische Weg wäre natürlich, dann hier den Stop hier oben über das hochzusetzen. Das wäre natürlich richtig, ist mir aber zu weit an der Stelle, weil das ja halt eben dann für mich dann halt hier der Trigger wäre. Und das muss dann einfach reichen. Da reicht auch dieses hoch und dann passt es natürlich halt auch mit einem Stop irgendwie von 7 Punkten, passt dann hier tatsächlich auch dazu. Hier unten kann ich das vergessen. Das macht keinen Sinn, ne? Und das ist halt klar. Und das ist halt immer drauf bezogen, wenn halt eben entsprechend, ja, so ein Trigger dann halt entsprechend auch abgezogen wird. Und dann kann man das halt machen. Und hier unten würde ich jetzt sagen, also zum Beispiel, ich gehe jetzt hier long, ne, bei der 13.006. Das heißt, ich hole mir hier irgendwie ein kleines Tief. Ne? Und weil ich halt jetzt hier eben den Außenstab habe, da, das ist dann die Stelle, da muss es eigentlich halt auch wiederum reichen. Ne? Und weil wir hier ansonsten direkt hier auch darunter sind, also 13.06 bis 9.98, das sind gerade mal 8 Punkte. Und ab dort wäre entsprechend halt auch schon ein neues Tief wieder da. Da brauche ich nicht irgendwie mit 20 Punkten Stop oder irgendwas zu hantieren. Das macht gar keinen Sinn. Und weil entweder reagiert er da sofort oder er lässt es halt sein und bricht da unten durch. Und das ist ja halt auch generell im Daytrading ja auch die Herangehensweise. Oh, ich mache den hier mal weg. Ich will hier eigentlich nicht long gehen. Im Daytrading halt die Herangehensweise, dass man so nah wie möglich an die Grenze versucht ranzukommen und dann entsprechend halt danach seine Stops ausrichten kann. Ne? Und klar, je näher ich dran bin, umso enger ist es. Das heißt hier, wenn ich jetzt hier long gehen wollte, ne, nur mal als Beispiel. So, wenn wir gleich sehen, dann Reaktion kriegen, dann wird die ziemlich schnell nach oben laufen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Es ist irgendwie der Faden gerade weg. Ja, also auf jeden Fall, wenn wir hier eine Reaktion kriegen, dann wird die ruckartig jetzt nach oben laufen. Es ist vielleicht gar nicht so doof, hier lang zu gehen. Ne? Habe ich mir schon gedacht, dass wir da reagieren. Sieht man ja auch, ne? Guck mal. Und da macht dann halt auch ich habe es ja gerade gesagt, das hat sich ja gerade bestätigt, ne? Hier brauche ich nicht irgendwie 10 Punkte, 20 Punkte Stop, sondern ich kriege entweder direkt hier eine Reaktion oder gar nicht. Und dann müssen 5 Punkte reichen. 5 bis 7 Punkte. Mal gucken, wie das auf Minute aussieht. Und hier waren die. Da ist die 006. Ist schon deutlich, ne? Also ist vielleicht ein Fehler, aber ich will jetzt in diesem Markt erstmal nicht long gehen, sondern lieber dann halt warten, bis wir nochmal einen vernünftigen Korrekturpunkt haben, bis die Bären gleich nochmal alle abgeschossen sind und dann da halt mich nochmal positionieren. So, aber zum Scalping, ne, glaube ich, war das ja halt auch vielleicht gerade für den einen oder anderen nochmal hilfreich, wo man das Ding dann halt sucht. Das sind dann genauso die Bewegungen, wo man dann nachher sieht, so, oh, hier kurzes neues Tief und dann doch wieder hoch. Ja, weil er hier halt einfach noch nicht so wirklich fertig war. Ne? Also ich sage ja auch nicht, der läuft jetzt unbedingt bis da oben hin. Ich sage nur, oder ich muss halt wissen, was ich im Auge haben muss. Und das war jetzt halt hier genau dieser Punkt, die 13.006. So, jetzt haben wir hier natürlich auch nur 1 Minute. Das heißt, das sagt erstmal gar nichts.
aber hat eben trotzdem Potenzial, halt nach oben durch zu schießen, weil wir sehen, wir laufen ja auch hier wieder direkt an den Point of Control zurück. Und die Verkäufer zeigen sich hier etwas unmotivierter als eben noch. Gut, okay. Was? Wenn du noch nicht richtig fertig gewesen bist, dann steigst du ja auch. Oh, Thorsten, das kann ich nicht mal vorlesen, was du da schreibst. Jetzt hätte ich es beinahe. Unfassbar. Das wollt ihr nicht wissen, was der Thorsten hier vom Stapel lässt. Das ist alles ja unglaublich. Ja. Nelson. Erstmal leise für dich lesen und dann ich Ja, schreiben. aber echt, ne? Müssen wir hier demnächst FSK 18 müssen wir einführen. Das ist ja unfassbar. Aber hier wurde der Wunsch geäußert, ob du kurz dein Bild nochmal verschieben könntest, damit man die Marken Ach so, Entschuldigung, sehen ja. kann. Nee, ich zeige eh gerade. Nee, mache ich nicht. Nein, ich zeige gerade nochmal den Daily. Ich mache es hier nur gerade. Entschuldigung. Und zum Abschluss, weil einen Trade kriegen wir jetzt hier nicht mehr. Ne? Also wenn man unbedingt will, ne? Ich habe es ja gerade erklärt, Long ist hier möglich, bis zurück zur Eröffnung. Da hätten wir dann auch interessanterweise den EMA 200 im M1. Irgendwas ist ja immer. Kann man machen und muss halt nur halt den Stop, also darf kein neues Tief mehr kommen, ne? Das macht keinen Sinn. Trotzdem ganz klar keine Empfehlung. So, und generell ist jetzt mein Vorgehen für den Rest vom Tag das, also ich brauche jetzt hier in dieser Stunde einen Schlusskurs unter 0,61. Sieht erstmal weit aus, ist es nicht, ne? Lasst euch da nicht täuschen, das geht ganz schnell, wenn die da Lust drauf haben. Das heißt, dazwischen, das ist halt alles Käse für mich jetzt erstmal. Und weil das halt nur die relevanten Punkte hier sind. Also einmal hier die 998, beziehungsweise hier, das ist, weil es der Reaktionspunkt bei der 006. Ist halt auch mal so gemein, ne? Wenn man dann sagt, so, ich gehe bei 13.000 nochmal long und dann kommt die einfach nicht. Und ich finde das immer ganz lustig. Weil ich versuche auch immer runde Marken nicht zu handeln. Aber egal. Also, Schlusskurs unter 0,61 brauche ich, um weiter Short zu verfolgen. Dann wäre mein Ansatz der, dass ich halt sage, hier oben, das ist alles viel zu dünn hier, ne? So, dann wäre halt mein Ansatz, dass ich sage, da kommt mein Stop hin. Ne? Einfach nur über die letzte Stundenkerze. Das wäre halt genauso dann das Ding. Also, wie gesagt, Schlusskurs muss aber hier drunter sein, ne? Unter der 061 und dann halt Stop. Wie gesagt, hier. So, wenn er das nicht macht, werde ich aber trotzdem auch nicht, wahrscheinlich nicht long gehen. Long wäre halt, wie gesagt, nur hier jetzt interessant gewesen, dazwischen auf keinen Fall. Und das heißt also, wenn wir drüber schließen sollten, dann gehe ich direkt eine Etage höher und gucke mir die 135, beziehungsweise hier die 126. 135 war halt gestern auch nochmal hier relevant, ja, gestern weniger. Ja, da ging es eher um die NFPs, ne? Da hat er dann nochmal sauber drauf aufgesetzt. Und die 126, das ist halt für mich dann so ein Cluster. Warum? Kann man wahrscheinlich möglicherweise auch mit Fibos, kann man gerade mal versuchen. Das könnte nämlich sein, dass man das, aber Intraday Fibo, das wäre da, ja, ist lustig, ne? Guck mal, jetzt haben wir genau nämlich die Intraday Fibo, die 138er, genau hier. Die passt dann sogar auch dazu. Aber die Linie war ja schon vorher da. Und der Grund ist einfach der, wir haben halt hier oben den letzten Support gestern. Und also da haben wir wirklich die letzten Käufer gehabt, die versucht haben, das Ding nach oben zu schieben. Hat nicht funktioniert. Und der Punkt ist für mich halt unbestätigt. Und deswegen ist das halt hier eigentlich der interessanteste Bereich. Also die 126, 135, maximal eigentlich 135. Da oben muss ich eigentlich gar nicht mehr hin auf die 150. Außer wenn es kommt ein Squeeze, dann kann man das mal mit einplanen. Ja, sicher, das wäre dann auch hier oben nochmal ein Pivot und die 161. Aber wie gesagt, das hier ist ganz klar für mich der interessanteste Bereich. Dann nicht unbedingt hier unten die 13.100.
die gefällt mir nicht wirklich. Also die ist halt auch ein bisschen zu viel gehandelt worden. Dann lieber eine Etage höher denken, ein bisschen Geduld mitbringen und dann da oben halt reingehen. Und generell, also das wäre jetzt halt, wie gesagt, hier für während des Tages, wie ich den halt anpacken würde. So, im Tageschart, um das halt auch mal kurz zu zeigen, was 990 Pullback, wäre ich vorsichtig. Das ist ein neues Tief. Ne? Also ich meine, es kann sein, dass wir da halt dann, also ihr schreibt gerade der Lutz, dass die NG-Range, also hier vom Norbert, dass die bei 990 Pullback-Level hat. Das ist natürlich prädestiniert, mal eben unter die 998 kurz drunter zu gehen, ja, und erstmal, dass da erstmal einige Short auch wieder auflösen, klar. Aber ich würde, das ist aber kein Long an der Stelle. So. Also, im Tageschart sieht das Ganze dann so aus. Ich habe einen gelben Kasten hier immer noch. Ja, passt aber. Also hier die 12886, lieber Thorsten Helbig, ne? Ganz kurz, Lutz. Also 12886, ganz einfach, weil das hier halt hier eben auch die letzten Supports gewesen sind. Ne? Und beziehungsweise hier, da vorher, man sieht, so ein bisschen haben wir halt hier im Widerstand eben auch gehabt, ne, in dem Bereich. Und da hat er eben nicht lange mit rumgezackert, schließt dann drüber und rennt weg. So, da fehlt aber halt auch irgendwie so, da fehlt halt einfach ein Stück vom, um das halt nochmal zu bestätigen. Dann, also interessanter wäre da fast eher hier unten sogar nochmal, die 12,7, 3,8. Obwohl das ist, also ich sag's mal so, wenn der Bereich hier nicht hält, die 12,886, ne, weil das hier so das letzte Cluster ist, dann wird das eng da unten. Also da nochmal was zu finden, das ist nicht so wirklich einfach. Da sind wir eigentlich schon bei der 12.480, ne? Weil das halt, weiß nicht. Also generell so, solche Geschichten hier zum Beispiel, ne? Sage ich halt auch immer wieder, wenn man das halt hier sieht, so ein massiver Widerstand eben, der dann auch deutlich runter geschoben hat, wenn der gekauft wird. Und das ist eigentlich so der erste interessante Punkt, wo sich halt hier die Bullen einfach dann auch brutal durchgesetzt haben. Das ist so der erste Punkt, der überhaupt interessant ist, wirklich interessant ist. Und deswegen kann es gut sein, dass wir da am Stück wirklich durchrutschen, auch durch die 886 und dann halt hier 500 Punkte tiefer stehen. Also das kann ganz schnell gehen. So, jetzt passiert hier noch ein bisschen was, sehe ich gerade. Aber gut. Also, das wäre halt so mal die erste größere Anlaufstelle hier, die 886. Wäre auch ein neues Tief, von daher halt auch nicht wirklich Long-Signal. Hier ein Cluster, da kann er sich ein bisschen aufhalten, aber wie gesagt, bis darunter sehe ich da dann irgendwie nicht mehr viel. Also, es ist ein bisschen gefährliches Pflaster hier für den DAX heute oder für die nächsten Tage. Da kann es ordentlich rutschen. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Und auch schon noch mal eine Runde mehr, als wir das halt hier gehabt haben in der ersten Bewegung. Aber insofern, das passt halt hier schon. Also ich hätte zwar auch gerne noch mal oben die 240 gehabt und noch mal Short, aber da hat er gar keine Lust mehr drauf gehabt. Und hier, was man hier halt auch wieder sieht, ist, hier oben war halt die Range, da hat er es halt nicht drüber geschafft, beziehungsweise nicht noch mal reingeschafft in die alte Range, sondern fällt entsprechend hier mit dem letzten Außenstab, schiebt einfach in dem Außenstab weiter. Und mehr ist da halt nicht passiert. Beziehungsweise deswegen brauchte man auch irgendwie die letzten Tageskerzen da auch nicht wirklich großartig zu beachten, sondern es ist einfach nur korrektives Verhalten. Gut, also das zum Tageschart. Auf jeden Fall nicht, der ist nicht long. Squeeze können wir jederzeit kriegen. Aber ich tendiere da schon eher für runter. So, jetzt haben wir dann doch die 998 noch hier gemacht, ne? Also so wie es aussieht, genau. So, und damit das Ding jetzt erstmal voll. So, und dann kann man jetzt als nächstes genauso gut gucken. Jetzt muss ich hier leider nochmal anfangen. Kann man als nächstes genauso gut gucken, dass
Umgekehrt ebenso, ne? Wenn wir jetzt hier einen Schlusskurs drunter kriegen, macht es auch mehr Sinn, dann entsprechend an der 13.000 oder hier auch meinetwegen an der 0,6 da halt short zu gehen, als dann da halt irgendwie long zu suchen. Also der muss nicht bis da oben hin zurücklaufen. Ich sage ja auch immer nur, wenn. Ich brauche immer ein Wenn-Dann. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, der macht jetzt bestimmt das und das. Dann habe ich mal recht und mal nicht. Und wenn ich mal recht habe, bin ich der Held. Und wenn nicht, dann verstecke ich mich. Nein, ich brauche ja halt irgendwo, wie gesagt, einen Trigger. Und das wäre halt ein Trigger. Wenn er jetzt hier dazwischen schließt, ist doof. Dann kann es sein, dass wir einfach eine Zeit lang hier rumschieben, bis das halt irgendwie erledigt ist. Und dann wäre halt aber trotzdem, also wie gesagt, schließen wir jetzt hier dazwischen, dann wäre unverändert die 061, wäre mein Short-Einstieg für den Rest des Tages. Schließen wir drunter, ist natürlich die 998. Schließen wir über der 061, habe ich ja gesagt eben. Dann wird es hier oben interessant, weil dann gehe ich davon aus, wir kriegen einen Squeeze bis da oben hin. Gut, so, mehr weiß ich jetzt nicht mehr. Also, was? Ja, Thorsten. Du bist ein nachträglich Trader jetzt hier gerade, ne? Soll ich da jetzt mal was dazu sagen? Mache ich jetzt lieber mal nicht. Also, auf jeden Fall passt das ja hier alles. So weit, so gut, hat er auch genau den Punkt erreicht. Und dann hier, der auch generell im Visier war. Und weiter geht die Reise für die erste Stunde gedanklich sowieso nicht. Aber wie gesagt, für die, die schon länger drin sind, freut mich natürlich auch für dich, Thorsten, dass du deinen Short da drin hast. Gut. Alright. Jetzt hat er mein Gesicht gar nicht gesehen. Das ist natürlich doof. Er denkt danach wieder, ich bin böse mit ihm. Also. Ich glaube, wir haben es ja dann soweit jetzt hier erstmal. Passt ja alles. Und Fragen sehe ich da jetzt nicht mehr wirklich. Ja, da war eine Frage, ob du was zum Euro sagen könntest. Nee, das soll wirklich der Thorsten machen. Da ist der Thorsten der Spezialist. Also ich habe den Euro auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Da müsste ich jetzt zuerst mal halt hier irgendwie vor mich hin brabbeln, bis ich da halt überhaupt mal weiß, was der halt vorhat. Und beziehungsweise, um da halt überhaupt mal einen Überblick zu haben. Ich habe über den Euro gar keinen Überblick, aber da ist halt definitiv, ist der Thorsten da der richtige Mann und der da sicherlich gerne was dazu sagt. Thorsten, was sagst du zum Euro generell? Rauf, runter? Sagt er Noch gar nichts mehr. keine Der sagt immer Antwort. nur was, wenn er nichts sagen soll, ne? Rauf, sagt er. Was? Rauf? Rauf. Ja, du kannst ihm auch ein Mikro geben, wenn du willst. Wenn er will. Will wahrscheinlich nicht. Ansonsten Aber nur, wurde wenn er auch eine gefragt, Kamera wo man den Stereo-Trader herunterladen kann, lieber Dirk. Ja, sagen, das ist auf eurer Seite. Das musst du dann aber gleich nochmal zeigen. Gut, also. Ich glaube, es war ja wirklich soweit okay alles, ne? Auch die erste Bewegung. Gut, der zweite Short war jetzt halt ein bisschen doof. Aber halt, aber nichtsdestotrotz hat es ja, glaube ich, irgendwie gepasst. Auf jeden Fall besser als Long. Und ging ein bisschen schnell am Anfang. Ich hoffe, man hat es aber trotzdem ja dann irgendwo halt mitbekommen. Gut, also wenn der Thorsten noch was sagen will, kann er das gerne machen. Ansonsten. Sein Mikro möchte nicht. Okay. Mikro streikt, okay. Ansonsten mache ich mir nämlich jetzt noch einen warmen Kaffee, der ist nämlich mittlerweile kalt geworden. Und ja, ich sag mal Dankeschön, ne? An den DAX auch, dass der so nett oder überwiegend nett ja mitgespielt hat. Und natürlich an euch hier fürs dabei sein. Oh, da wackelt die Kamera. An euch hier fürs dabei sein, hat wie immer Spaß gemacht. Das nächste tatsächlich erst dann im nächsten Jahr, dieses Jahr nicht mehr. Haben wir überhaupt noch ein Webinar dieses Jahr? Nee, ne? Doch, 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 doch. Das Nächsten kann ja Montag, nur. Helpdesk. Ach, ach, du ahnst es nicht. Okay. Das Helpdesk-Webinar nächsten Montag. Ja, okay. Gut, also herzlichen Dank auch an dich, Nelson, und hier fürs Veranstalten, natürlich auch an FX Flat, an die ganzen Teilnehmer. Es waren richtig, richtig viel heute. Das ist unglaublich. Das wird echt immer besser. Das ist natürlich sehr schön. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Mehr weiß ich jetzt gar nicht. Also es ist irgendwie ein holpriger Abgang, aber das kannst du ja dann jetzt gleich Alles machen. Wichtige hast du gesagt. Okay, also du hast das letzte Wort, lieber Okay, Nelson. super. Vielen, vielen Dank, Dirk, für die Webinare, Live-Trading-Webinare in 2019. Ich freue mich auf 2020. Wie gesagt, wir haben nächsten Montag nochmal ein Helpdesk-Webinar
um das Jahr dann auch abzuschließen. Wobei nicht, das ist nicht unser letztes Webinar. Wir haben noch eins mit Thorsten am Donnerstag. Also, wer gerne Thorsten zuhören möchte, dann nächste Woche Donnerstag. Wir haben doch auch noch den Orkan. Haben wir den nicht auch noch? Orkan, jetzt am Donnerstag. Ja, VPOP-Tool, ne? Volumenprofil, Genau. genau. Ja. Ich hoffe, du bist auch dabei. Ja, Jetzt am ich habe mich schon Donnerstag. angemeldet. Genau. Also kann ich nur empfehlen, da sollte man unbedingt auch mal vorbeischauen, wenn der Orkan am Donnerstag mit dem VPOC und dem Stereo Trader unterwegs ist. Aber mit Sicherheit So sehr ist interessant. es. Ich wollte ich heute eigentlich auch ausgepackt haben. Ich habe mir gedacht, ah, der Orkan hat auch ein Webinar und das soll lieber der mal machen. Der kann dann natürlich wesentlich mehr dazu erzählen und sicherlich besser, als ich das kann. Und von daher, nee, ich bin auf jeden Fall auch da. Klar. Prima. Dann viel Erfolg für diese Woche. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich dann bis Montag. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.